Du bist unzufrieden mit deinem Slide-Out in der Wohnmobilgarage? Wir haben die Lösung für dich. Ein pfiffiges Radhaltesystem. So, ich begrüße dich heute mal wieder bei Schmitz Reisemobile hier in Boppard. Heute geht es hier um schöne E-Bikes mit hohen Lenkern, breiten Lenkern. Wie kann ich die gut in der Wohnmobil-Heckgarage befestigen während der Fahrt? Viele Kunden, was wir immer wieder haben, sind die tollen Slide-Outs, die es da gibt. Da kann ich das Fahrrad aus der Heckgarage rausziehen und dann einfach herunterheben. Diese Systeme haben aber auch einiges an Nachteilen. Und heute haben wir einen Adria Coral als Beispiel, der auch noch im Dach, also oben im Bett, noch eine Metallstrebe hat, die hier immer gegen den Lenker geschlagen hat. Und der Kunde war also sehr unzufrieden. Dadurch war die Bedienung sehr unkomfortabel. Und wie wir das gelöst haben, zeigen wir euch jetzt. Ja, hier seht ihr das Beispiel Adria Coral und ein Cube Bike mit sehr hohen Lenkern. Und die Kombination erschwert das Ganze noch etwas, so dass man das E-Bike nur zur Fahrerseite herausbekommt. Die meisten können das auf der Beifahrerseite herausschieben, dadurch wird es etwas leichter. Jedoch das Komplizierte oder das Schwierige beim Thule Slide Out ist genau das, das Herunterheben der schweren E-Bikes. Und das erschwert es besonders. In diesem speziellen Fall hier muss der Kunde dann nochmal in die Garage hereinkrabbeln und seinen Thule Slide Out zurückziehen. Und wie gesagt, wir haben eine Lösung dafür und bauen den Thule Slide Out einfach mal aus. So, noch geschwind die Halteprofile ausbauen und die durchgebohrten Löcher fachgerecht schließen, die wir ja nicht brauchen für unser Easybike Fix. Die Montage von Easybike Fix ist relativ simpel, das könnt ihr selber machen oder ihr kommt zu uns in den Betrieb und wir machen es. Es werden keine Löcher durch den Boden durchgebohrt. Wir bohren zwar an, aber nicht durch. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, hier seht ihr mal das fertige Produkt. Zwei große Mountainbikes stehen nun in der Heckgarage und wir haben den Platz nach oben, so dass wir es zur Beifahrerseite herausziehen können. Und jetzt seht ihr, wie einfach der Kunde das Fahrrad in die Heckgarage hereinschiebt, ohne das Fahrrad hochzuheben. Das ist halt Easybike Fix. Ein weiterer Vorteil ist, Easybike Fix wiegt nur 9,5 Kilogramm statt 21.